Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier weiter in unserer Hauptstadt zugange, haben ein wenig für Umweltschutz hier gesorgt, weil diese ganzen Gebäude hier, die waren tatsächlich alle verschmutzt. Genau wie das hier. Weil halt wir hatten halt zu wenig Wälder hier in unserer City. Und ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach mal weiter. Und ich würde vorschlagen, da wir weiterbauen, hau ich jetzt nochmal den Tagesmodus rein. So. Genau. Wir machen einfach weiter. Einfach direkt da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Hier. So. Und genau, die Flughafenautobahn hier einfach mal ausbauen. Ja, ich glaube, verdammt, ich habe jetzt vergessen zu gucken, wie das Verhältnis Jobs zu Einwohner ist. Moment. Jobs zu Einwohner? Oha. Wir haben viel zu viele Jobs hier. Okay, dann müssen wir Einwohner bauen. Ja, kriegen wir hin. Einwohner bauen, geht immer gut. Alles klar, machen wir. Ich glaube, wir können sogar direkt hieran anknüpfen. Genau, das können wir. Wunderbar. Dann machen wir das. Machen wir hier mal ein schönes Kreuz rein. Schönes Monorail-Kreuz und machen hier tatsächlich. Ja, 4x4 Gebäude hin. Passt doch, perfekt hier. So. 4x4. Haha, dann haben sie dann auch direkt eine schöne Verkehrsanbindung. Ah, wunderbar, das gefällt mir, Freunde. Sowas gefällt mir. Können wir hier direkt 4x4 hinmachen. Zack. Da. Und zuziehen, los. Direkt am Flughafen hier. Und genau, dann ab jetzt, was, das haben wir auch beim letzten Mal gelernt, ne? Freie Grünflächen und Wälder. Bringt einfach mehr. So, was können wir denn hier noch reinmachen? Haben wir noch irgendwelche Stadtverbesserungen? Haben wir tatsächlich einen Zoo, aber der ist zu groß. Büro der Bürokratie. Aha, sehr cool. Das passt hier rein. Wunderbar. Dann machen wir das. Mach hier weiter. Parks, Parks, Parks. Jede Menge Grünflächen und Bäumetrick. Wo ihr auch gesagt habt, dass ihr das nicht als Cheaten empfindet. Ja, Dankeschön. Weil ich finde es nämlich auch nicht als Cheaten, ganz ehrlich. Weil, ja, man hat diese Funktion ja augenscheinlich, ne? Und ja, warum sollte man sie nicht nutzen? So. Wenn es der Umwelt gut tut, dann ist ja so alles super. Ja. Alles klar. Wir bräuchten vielleicht nochmal irgendwie eine Bücherei. Und ein Museum. Fällt mir gerade mal so auf, weil das haben wir beim letzten Mal alles gar nicht gebaut hier. So, Bibliophile brauchen neue Zentralbücherei. Machen wir. Freunde, machen wir. Ja, Anzahl der Besucher, passt doch. Psch, ja, du mich auch. Psch. So, das heißt, wir haben 377 Jobs hier. Also 377.000 Jobs. Und wir brauchen einfach mehr Bewohner. Würde ich vorschlagen. Zack, zack. Wieder schöne Bäume pflanzen. Perfekt, Freunde. So macht das Spaß. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Wie es ja mit unserer Hauptstadt weitergeht, indem wir einfach weitere Wohngebiete uns hier aufbauen. Kann man hier irgendwie vielleicht eine Auffahrt kann man hier aber hinmachen, oder? Mit der Autobahnüberführung. Wo ist die Auffahrt? Hier, oder? Das müsste doch funktionieren. Ebenerdige, erhöhte. Aha, sowas hier. Guckt mal. Sieht zwar ein bisschen anders aus. Aber hey, solange es funktioniert, ne? Ich meine, mein Gott. Solange der Kram funktioniert, ist doch alles schick. So, dann verbinden hier schön mit der. Ah, geht nicht.
Es geht nur hier so hin. Okay, nicht schlimm. Ich hätte das gerne hier verbunden gehabt, aber da ist jetzt die Station. Moment. Ich verschiebe die Station, bitte. So. So, genau. Ja, perfekt. So wollte ich das haben. Sehr schön. Ihr seht ja, die fahren nämlich hier oben auf die Autobahn drauf. Okay. Bushaltestelle. Schön mit der Autobahn verbinden. Dann kriegt ihr noch eine U-Bahn. Da wird wieder ein Geschenk aufgebaut. Danke, nein. Danke, nein. So. Genau so müsst ihr das machen. Ja, und dann gucken wir doch einfach mal, ob ihr hier unten alles habt. Hä? Wie jetzt? Achso, das ist eine normale Straße. So, okay. Alles klar. Dann haben wir hier jetzt... Genau, direkt am Flughafen zwar, aber es sollte nicht schlimm sein. So, dann gucken wir doch mal. Habt ihr Polizei noch? Ja, bräuchten wir vielleicht noch mal was Neues, ne? Umwelt geht minimal nach rechts, aber passt schon. Ja, ich meine, wir können hier ja... Können ja hier statt, anstatt der Straße... Können wir hier ja die ganzen Einrichtungen hinmachen, ne? Polizei... Feuerwehr. Die meckern wahrscheinlich direkt wegen keine Straße, ne? So, dann machen wir es einmal so. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Die meckern echt direkt. Okay. Dann Schulen. Und eine große weiterführende Schule, bitte. So. Dann haben wir hier nämlich schön dieses Flughafenproblem. Eingegrenzt. So, perfekt. Ja, und unsere Finanzen sind halt solide. Solide genug, um das abzukönnen. Deshalb, ja, passt das schon, ne? Und, finde ich auch richtig und wichtig so, dass das passt, weil... Naja, ich meine, was wäre es denn, wenn wir nicht genug Geld hätten, ne? Wäre ein bisschen kacke. So, was können wir denn hier reinmachen? Haben wir hier irgendwas, irgendwie... Städtischer Zoo. Boah, ist da riesig. Ist das Ding riesig. Uiuiuiuiui. Ah, ja, könnten wir theoretisch... Nee, hier ist ein Berg, ne? Ja, wobei, den können wir eigentlich hier reinmachen. Aber... ich weiß nicht so recht. Lass mal. Lass mal erstmal noch. Gut, haben wir sonst... Ah, wir können... Ach, stimmt ja. Hä? Wir können ja auch Wahrzeichen aufbauen. Ja, mach mal. Bau mal diesen Smith Tower auf hier. Stimmt, weil das bringt auch mehr Gewerbenachfrage und mehr in Attraktivität, wie ihr seht. Stimmt, die Wahrzeichen, die habe ich doch gar nicht eingesetzt, ne? Die hatten wir noch gar nicht eingesetzt, die Wahrzeichen. Ah, interessant. Was ist das jetzt hier wieder? Verschmutzung mittel. Müll gering. Irgendwie hoch. Nee, auch mittel. Mittelverkehr. Verkehrsgeräusch. Ja, warum das denn? Hier ist eine Einbahnstraße. Ach so. Vielleicht. Ach so. Ja, vielleicht braucht ihr hier noch einen öffentlichen Verkehrsmittelanschluss, ne? Das kann gut sein. Gut, dann. Mach mal Bushaltestelle und U-Bahn-Station. Schön anbinden. Sehr gut. Und dann hier die Parks weg und durch freie Grünflächen ersetzen, wie wir es gelernt haben. Und schon. Ha, und schon ist es. Ja. Schon ist funktioniert das Gebäude wieder. Ist das geil. So, okay. Dann hier, 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 hier. Bäume, Bäume, Bäume. Ja. Ne, weil das Verkehrsgeräusch müsste jetzt eigentlich... Oh, Verkehrsgeräusch ist hoch geblieben. Kein Plan. Auf jeden Fall sind die arbeitslos irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wir haben viel zu viele Jobs eigentlich hier in der Stadt. Aber nun gut.
Freunde. 1, 2, 3, 4. Ja, ihr hattet mir noch einen Tipp gegeben, wie wir das noch machen könnten hier mit den... mit den Einwohnern. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit. Und zwar hat das mir der Elite, hat mir das gesagt. Elite war Elite. Und zwar, indem wir einfach hier... wartet mal, machen wir das mal lieber hier, hier oben wohin, genau. Okay, indem wir einfach diese 4x4 Gebäude... Ja, wartet mal, das ist jetzt gerade ein bisschen... doof wegen der Station hier, ne? Wegen der Monorail. Oder machen wir einfach, wartet mal. Machen wir einfach anders. Ich mache hier gleich weiter sofort. So. Verdammt. Dann verbind das. So, dann hier einmal, hier einmal, einmal hier. Einmal hier, so. Dann können wir das schön hier, genau, so, wunderbar. Genau, der Elite hat mir nämlich gesagt, dass wir tatsächlich auch, einmal diese Vierergebäude einfach so hinmachen. Und am hinteren Bereich dann einfach Parks hinmachen. Weil dann haben wir nur an einer Seite der, des Gebäudes Ein- und Ausfahrt. Und das ist eine gute Idee. Das mache ich auch so, tatsächlich. Vielen Dank für den Hinweis. werde ich einbauen, Elite. Richtig guter Tipp. So, dann machen wir hier jetzt nochmal die nächste Station hin. Schön verbinden noch natürlich. Oh, machen wir gleich. Fernsehstudio. So, dann kümmern wir uns mal hier um Bus und U-Bahn. Aber richtig guter Tipp. Ja, dann ist ja hoffentlich jetzt nicht so viel Verkehrslärm. Wenn an beiden Seiten die Straße ist. Dann ist ja auch logisch eigentlich. Boah, schau dich das an. Wow. Sehr cool. Ja, direkt neben allen, allen Einrichtungen, ne? Ist klar, dass da, dass es hier jetzt abgehen wird. Aber ich meine, wir brauchen ja Einwohner, ne? Wir brauchen ja. So, Sims sucht Büros schon wieder. Wir haben zu viele Jobs hier. Wow. Da Vinci. Eis Hamadan Presents Da Vinci Tower. Cool. Und hier haben wir wieder so ein Outroff-Gebäude. Yo, Freunde, das geht ab. Das geht richtig ab, muss man sagen. Und es ist ein sehr guter Tipp von Elite. Vielen Dank. Noch ein Da Vinci Tower kommt da. Wow. Auch noch reiche Leute, ja. Okay. Ihr habt aber Arbeit, oder? Die fahren... Oh. Die fahren raus. Warum fahren die raus? Warum fahrt ihr raus? Wir haben doch hier genug. Naja gut, egal. Ich würde vorschlagen, wir machen hier einmal ein neues Gewerbegebiet rein. Tatsächlich, weil... Ja, ich meine, wir brauchen es scheinbar. Ne, von daher bauen wir mal ein paar Alleen hier rein. So. Einmal eine schöne Schnellstraßenallee hier. Ah, sehr schön. Das ist doch, das sieht doch cool aus, oder, Freunde? Ich meine, die ziehen zwar viel Platz, aber die bringen auch viel mehr Leistung, sagen wir es mal so. Und so, genau. Sehr schön, da können wir jetzt also schön fettes Gewerbegebiet hinmachen. 1, 2, 3, 4. Ja, in der Mitte kann man da Bus- und U-Bahn-Verbindung hinmachen. Passt. Ah, gut. Dann. Einmal schön aufbauen hier. So, 4x4. 4x4. Ja, schaut euch das an. So, da kommen sie doch direkt wieder hier. Bushaltestelle.
Bushaltestelle. U-Bahn-Station. Oh, hier ist jetzt zu, aber das macht nichts. Dann machen wir die U-Bahn-Station halt hier vorne hin. So. Einmal verbinden mit dem Netz. Ja, und so können wir hier tatsächlich dann weitermachen. Und schön weiter aufbauen unsere Hauptstadt. Das ist jetzt nämlich auch das Hauptziel des Spiels, würde ich mal sagen. Nämlich die Hauptziel dieses Projektes ist tatsächlich, dass wir die Hauptstadt fertig kriegen. So. Weil erst danach würde ich das Projekt dann beenden. Weil, wie gesagt, das ist die. Ich finde halt, dass das das Ziel eines jeden SimCity ist, eine große Hauptstadt zu haben. Boah, richtig stylische Gebäude hier. Kriegt dann noch ein paar Plazas für eure Gewerbetätigkeiten. Wow. Guckt euch das an. Sompo Japan Insurance Incorporation. Mittleres Gewerbegebiet Dienstleistungen. Da kommen schon wieder neue. Ha, sehr schön. So muss das sein. Gewinne schrumpfen, Steuern trumpfen. Also ein zukünftiges Wachstum im Gewerbesektor von euch, da können wir vergessen, Bürgermeister. Gewerbesteuer. Ja, ich meine, da können wir was runtergehen. Ist kein Problem. Wir können komplett die Steuern senken. Kein Thema, wir haben genug Einkünfte. So. Wir müssen aber auch so ein bisschen das Gleichgewicht im Auge behalten, ne? Sind so Büros. Wow. Atlanta Tower. Reiches Gewerbegebiet Büros. So muss das sein, Freunde. Es sieht so geil aus. Es sieht so Hammer aus. So. Schauen wir mal den Rest der Stadt. Sieht alles gut aus, ne? Sieht alles super aus hier. Ja, läuft besser. Läuft viel besser. Muss man sagen, viel, viel besser. Okay. Dann machen wir einfach weiter, würde ich vorschlagen, mit den Gewerbejobs. Einfach mal hier 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einfach mal bis hierhin. Verdammt. Warum nicht? Machen wir es einfach mal so. Und ich werde auch immer noch nicht auf Mautstation setzen, weil die unnötigen Stau verursachen. Deshalb große Verkehrsprobleme auf Allee. Ist das in der neuen? Nee. Ist hier. Dann macht doch einfach mal Bushaltestelle und U-Bahn-Station dahin. Ich hoffe ja, dass das dann schon reicht. U-Bahn. So. Er ist jetzt natürlich direkt daneben, ne? Aber mal gucken, ob das schon hilft da. So. Gut. Details. Wir können da vorne schon weitermachen. Bushaltestelle und U-Bahn. Genau wie hier. Verkehrsanbindung habt ihr hier. Ja, wobei Monorail-Station noch. So. Genau. Ach, das macht Spaß, Freunde. Das macht Spaß. So. So. Und. So. Upsala. So, zack. Wow, es geht direkt los hier mit dem Bauen. Wow, 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 wow. Nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. Ui, was ist denn das alles hier? Wilson Office Building. Yeah. Okay, das sind mittleres Gewerbegebiet. Okay, viele Kunden. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das freut mich, dass es jetzt hier so schön abgeht. Da kommt schon wieder der nächste Turm. Ihr geht aber hier arbeiten. Naja, ihr fahrt hier arbeiten. Sehr schön. Warum fahrt ihr außen rum? Habt ihr keine... Ist da keine Verbindung? Doch, da ist doch eine Verbindung. Warum fahrt ihr außen rum? Na gut, dann... So, perfekt. Dann würde ich hier eigentlich jetzt auch mal eine Autobahn nochmal helfen, ne?
Ja, eine T-Überführung wäre nicht verkehrt. Erhöhte T-Kreuzung. So, genau. Perfekt. Dann machen wir hier mal wieder eine Autobahnkreuzung. Wartet mal, abspeichern. Ganz wichtig, damit das nicht verloren geht hier. So. Und dann, genau, einmal bis hier. Dann machen wir hier einmal für die Monorail. So. Dann bis so, genau. Und dann einmal wieder. Ja, das ist ein bisschen frickelig, aber ist okay. So. Damit das schön. Passt die denn jetzt hier hin? Moment. Passt die hier durch? Nein! Verdammt. Okay. Das wäre zu cool gewesen, wenn das direkt geklappt hätte. Okay. Dann müssen wir das einmal so ziehen. So, genau. Einmal ein bisschen länger machen. Oder ist ja nicht schlimm. So. Jetzt muss es aber passen. Auch nicht. Warum? Ist ein bisschen kompliziert hier alles. Jetzt aber. Komm. Jetzt muss das doch klappen. Jetzt muss das doch klappen. Oh, Monorail. Jetzt klappt's. Okay. Wunderschön. So, dann ziehen wir das mal weiter. Okay. Dann ziehen wir das mal hier so. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. So muss das laufen, Freunde. Dann, wo haben wir jetzt hier das, da, okay, da oben. So, dann machen wir hier noch eine T-Kreuz, ah ne, keine ebenerdige, sondern eine hohe T-Kreuzung. Ja! Perfekt zusammengebunden. Ah. Schönes Verkehrssystem hier. Finde ich echt super. So. So, dann gucken wir uns mal weiter um hier. Diese Musik. So. Hier kann man keine Bäume pflanzen. Ach, wie schade. Ich hätte dich jetzt erwartet. Aber gut. Ist halt Gebirge, ne? Gut, okay. Dann haben wir hier. Haben wir noch Gebäude, die wir abreißen können. Und freie Grünflächen. Ganz wichtig. Ja, freie Grünflächen. Wie wir es gelernt haben. Und hier geht schon das Leben ab. Ja. Genau. Schöne Bäume-Trick. Ah ja, schaut mal. Ja. Das geht schon ab hier, muss man sagen. So. Gut. Was ist das denn hier für ein Mini-Haus? Das ist ja witzig. Mach das mal weg. So. Mal gucken, ob sie da jetzt was Neues hinbauen. Jo, genau. Das wollte ich haben. So, perfekt. Dann haben wir das. Jo, sieht doch gut aus. Dann schauen wir mal gerade, wie das Verhältnis jetzt ist zwischen Jobs und Einwohnern. Muss man nämlich immer schön im Auge behalten. Ja, viel zu viele Jobs eigentlich, ne? Aber gut, liegt halt auch daran, weil wir auch die Nachbarstädte haben, ne? Die generieren ja auch Nachfrage nach Gewerbe, deswegen wahrscheinlich auch. So, gut, dann machen wir hier mal. Sollen wir uns hier eine schöne Downtown Area machen? Wie wär's? Funktioniert das eigentlich hier eine Auffahrt? Ja, guckt mal. Ha, cool. Das ist cool, dass es auch mit einer Allee geht. Ja, dann machen wir uns jetzt hier einen Gewerbebereich. Zack. So, wunderbar. Können wir das nämlich hier ganz schön hier oben miteinander verbinden. Machen wir einen schönen Gewerbepark hier. So.
Hallo, könntest du bitte... Ja, dann macht das halt so. Zack. Ja, wir haben anscheinend noch... Ja, nicht mehr ganz so viel. Nicht mehr ganz so viel. Aufpassen. Da müssen wir echt aufpassen, Freunde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Ja, okay. Das ist einmal so. Schließen. Immer so eine Verbindung. Einmal hier hin. Einmal so. Genau. Ich bereite es nur schon mal vor. Weil... Wie gesagt, wir müssen erstmal wieder Nachfrage schaffen. Ah, okay, so. So geht das. Da. So, wie gesagt, erstmal Nachfrage schaffen wieder nach Gewerbe. Dann können wir das hier schön ansetzen. So. Monorail. Können wir hier schön an die Straße ziehen. Und dann können wir hier vorne Wohngebiete. So. Frage ist, kommen wir jetzt hier irgendwie in den Bereich? Ja, kommen wir. Das ist gut. So, dann. Das macht richtig Laune gerade, muss ich sagen. Das macht richtig schön Spaß. So, dann haben wir hier einmal so. Ja, passt ja, ne? Ja, wobei, nee, hier muss eigentlich... Ah, da kommen Parks hin oder so, denke ich. So, dann machen wir das so. Genau, schön Elite-Trick anwenden. So, ja, der Berg hier, der ist halt jetzt gerade ein bisschen nervig. Und ich traue mich aber auch irgendwie nicht hier... Moment. Ah, so. Was ist das? Stadt auflösen. Nein, um Gottes Willen. Abbrechen. Ich traue mich irgendwie nicht hier, weil das ist zu groß. Ebene. Boah. Das ist mir gerade ein bisschen zu groß, ne? Das ganze Zeug hier. Schnellanpassungswerkzeug. Nee, nee. Wow. Okay, das geht schnell. Aber hey, okay, machen wir Ebene. Ist jetzt egal, dass die Monorail weggeht. So, machen wir mal schöne Ebene hier hin, weil ich habe keine Lust auf diese Berge tatsächlich. Ja. Genau, so, und dann können wir jetzt hier weitermachen. Ja, ja, die Monorail geht weg. Ist aber okay, ist aber alles noch in Ordnung. Ja, reicht doch schon fast, oder? Das reicht doch fast schon. Das reicht doch schon. Ja, ja, ist okay. Super. Dann haben wir das. Naja, obwohl... Moment. Ja, doch, das sollte eigentlich... Ach, das ist doof, dass das hier nicht geht. So, so, 1, 2, 3, 4. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder voll. Wow, das geht echt schnell. Kann man eine Einbahnstraßenbrücke bauen? Nee, geht natürlich nicht, ne? Das wäre zu schön gewesen, muss man sagen. Gut, dann machen wir hier nochmal... Können wir hier nicht vielleicht einen städtischen Zoo oder so? Fernsehstudio können wir doch hier hin machen. Genau, schau dich das an. Zack, ja. Und ein Filmstudio, oha. Das ist aber groß. Okay, das brauchen wir erstmal noch nicht. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas, was wir... Städtischer Zoo ist auch zu groß. Filmstudio, hm, okay. Gut, dann machen wir ausnahmsweise mal große Grünflächen. So, einfach so. Und so, genau.
Und der Rest sind einfach, würde ich sagen, ja, freie Pflasterflächen. Dann haben wir hier schön den bergischen Bereich auch ausgebistet. So, wunderbar, Freunde. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.